Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wer war das? Köln mit der Frosch begrüßt uns heute. Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Episode vom fantastischen, super krassen und niemals schlecht werdenden. Oh Gott. Oh Mann, ey. Das Albtraumpferd, Freunde. Ani und das Albtraumpferd. Ich glaube, ich sehe da in der Ferne wieder ein Wolfssymbol. Es kann sein, dass Wolfram neue Informationen hat. Spanner Wolfram wird uns zeigen, von welchen Orten er genau diesen angeblichen Wolf gesehen hat. Mal sehen. Es könnte sein, dass es... Ich habe das Gefühl, das ist so die Main Quest. Und am Ende wird Spanner Wolfram dann abgeführt von der Polizei. Den Wolf gab es nicht. Er hat selbst in den Wald geköttelt. Ah ja, 5000 XP, ey. Spanner Wolfram hat aber echt was drauf. Achtung, Wolf. Vielleicht sehen wir doch jetzt den Wolf. Vielleicht ist er wirklich da. Oder hat er Hirsche und Rehe gerissen? Macht er sich im Wald breit? Vermehrt jetzt er sich? Wird legt er Eier? Spannend. Oh. Ich bin mir sicher, dass ein Wolf in der Gegend ist. Oh ja, Wolfram. Ich habe ihn wieder gehört. Bist du bereit für eine schwierige Aufgabe? Oh ja. Das hört sich wirklich spannend an. Ich bin mir sicher, dass der Wolf sich irgendwo im nördlichen Wald aufhalten muss. Okay. Aber wenn wir ihn finden wollen, müssten wir seinen Spuren folgen. Na dann los. Wo soll ich anfangen? Und wonach soll ich suchen? Suche zuerst nach seinen Spuren am Waldrand. Dort ist er gewesen. Ich habe dir die Stelle markiert. Folge seinen Spuren. Wahrscheinlich wirst du auch wieder etwas Fell von ihm finden. Wo jetzt? Gut, ich folge den Spuren. Vielleicht entdeckst du ja etwas frischen Kot von ihm. Frischen? Dann weißt du, dass er ganz in der Nähe... Mich im frischen Kot. Du musst auf alle Fälle zu Fuß suchen. Und wenn du frischen Wolfskot gefunden hast, sagt doch musst du schleichen und darfst auf keinen Fall rennen, springen oder auch nur normal gehen. Das wäre zu... Okay, wenn ich... Aha. Viel Glück. Okay, dann suchen wir mal einen frischen Wolf. Zum Waldrand können wir noch reiten, oder? Und dann machen wir frische... So Leute, jetzt kommt der Tag der Wahrheit. Wir werden den Wolf entdecken. Wolfram wird außer sich sein. Spanner Wolfram wird sagen, wow. Eigentlich wollte ich Nachbarins Mutti sehen, aber hab einen Wolf entdeckt und bin deswegen jetzt der Held im Dorf. Ja, es kann sein. Das ist wahrscheinlich. Das ist sogar vielleicht sein Ziel gewesen am Ende. Seine versauten, perversen Machenschaften einfach unter den Tisch zu kehren, dass die Leute nichts mitbekommen. Ach, der Wolfram hat uns gerettet. Er hat einen Wolf gefunden. Ja, aber er hat auch deine Mutti beim Umziehen beobachtet. Aha, okay, verstehe. Das wird sein. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Also vielleicht werden wir noch einen Polizeieinsatz sehen. Und dann stellt sich heraus, ja, wir waren gar kein Tierarztpraktikant. Wir waren Agent, undercover. Jetzt muss ich zu Fuß die Spuren des Wolfs suchen. Okay. Suche die Wolfsspuren. Aha. Hier sind sie. Tatsächlich, hier sind Wolfsspuren. Vielleicht finde ich... Also ich habe das Gefühl, so schwer wird die Mission hier doch nicht. Hier ist ja etwas Fell von dem Wolf. Hoffentlich finde ich noch mehr von... Bisschen Kot. Das ist auch alles zufällig hier genau auf dem Weg, ne? Das ist ein richtiger Spazierwolf. Da ist doch frischer Kot eines Wolfes. Ich muss jetzt schleichen. Jetzt muss ich vorsichtig schleichen. Was? Da ist er doch. Er ist direkt vor mir. Da. Alter, ist aber ein kapitaler Wolf. Meine Güte. So ein Wolf ist schon imposant. Das ist wirklich ein gefährliches Raubtier und man sollte sehr vorsichtig sein. Ja, denke ich auch. Was, 5000 XP ohne Wolfram zu informieren? Das ist aber ungewöhnlich. Aber wir haben ihn entdeckt. Wolframs Kostüm ist echt ziemlich realistisch. So, richtig geil. Wir haben den Wolf gesehen. Na gut.
Oh, was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott, das Höllenpferd, es verfolgt mich. Unglaublich, dieses Pferd. Ich weiß, dass es mich liebt, aber ich habe trotzdem Angst, dass es nachts, wenn ich schlafe, mein Gesicht frisst. Es könnte durchaus passieren. Machen wir uns nichts vor. Aber ohne Informationen an Wolfram zu bringen, das ist schon merkwürdig. Oh Gott, sich dann Kuh-Symbol? Es ist soweit. Es ist soweit. Wir sehen Kühe. Nee, oder? Könnte auch eine Ziege sein, oder? Steigen wir mal ab hier. Hallo, doch. Jetzt geht's ab mit die Rinder. Keine Milch mehr. Oh nein, ich will aber Milch. Dein Praktikum nähert sich dem Ende und daher habe ich heute eine ganz besondere Aufgabe für dich. Moment mal. Oh, wie aufregend. Hoffentlich schaffe ich diese besondere Aufgabe. Das kann doch nicht sein. Da bin ich mir sicher. So toll, wie du bisher alle Aufgaben gemeistert hast, mache ich mir da wirklich keine Sorgen. Oh, toll, wie du Dinge vom Boden aufgehoben hast, hat das sonst noch niemand getan. Okay. Du siehst hier zwei Milchkühe von Bauer Harms. Eine davon ist krank und du musst herausfinden, welche der beiden es ist. Na, sehe ich doch schon. Die hat doch hier rote Teufelszitzen. Die erste Aufgabe? Zeige auf die Kuh, die Geräusche von sich gibt. Ich kann es echt nicht hören. Hört ihr was? Diese hier. Ganz genau. Diese Kuh scheint Schmerzen zu haben und gibt Geräusche von sich. Kühe sind Wiederkäuer. Daher die zweite Frage. Welche Kuh zeigt ein für Wiederkäuer nicht normales Verhalten? Hä? Ja, die. Ganz genau. Diese Kuh frisst nicht, was nicht normal ist. Gut, vielleicht hat sie gerade keinen Hunger. Meist haben die Besitzer und Halter der Tiere wichtige Informationen, die uns bei der Diagnose helfen können. Frage Bauer Harms, ob ihm etwas aufgefallen ist. Herr Bauer! Was ist Ihnen neben den beiden bekannten Dingen noch aufgefallen? Naja, dass die eine Kuh keine Milch mehr gibt. Aha, also solltest du dir nun die Euter der Kühe ansehen und vergleichen. Bei welcher der beiden Kühe fällt dir am Euter... Habe ich doch schon von Anfang an gesagt. Hier, die. Richtig. Der Euter der kranken Kuh ist gerötet und geschwollen. Fasse alle Beobachtungen zusammen. Die kranke Kuh ruht vor Schmerzen. Sie frisst nichts, sie gibt keine Milch und ihr Euter ist gerötet und angeschwollen. Das hast du ganz richtig zusammengefasst. Bravo. Hole bitte das Fieberthermometer aus dem Medikamentenraum. Oh ja. Oh ja. Die große Abschlussprüfung, Freunde. Das da. Das ist aber ein kleines Thermometer. Aber ich brauche doch noch so einen Handschuh. Oder macht man das hier auf dem Land ohne? Ah. Ey, die andere Kuh ist wegteleportiert worden. Ich habe das Fieber... Sehr gut. Bauer Hans bringt okay. Seine gesunde Kuh übrigens gerade zurück zum Bauernhof. Jetzt darfst du... Ja, gerne. Ja! Endlich, der große Tag ist gekommen! Yeah! So, fertig. Die arme Kuh hat auch noch Fieber. Ja, das hatte ich erwartet. Du hast alles ganz genau richtig gemacht. Okay. Hole bitte das Antibiotikum und das Antiphlogistikum aus dem Medikamentenraum. Das Antiphlogistikum? Müssen wir jetzt die Blumen vernichten? Ey, wir haben den Wolf. Was ist eigentlich mit dem Wolf? Müssen wir da jetzt nicht irgendwie weiterhandeln? Oder gibt es da ein DLC am Ende? Wolf-DLC? So, hier ist das Antiphlogistikum. Und natürlich brauchen wir, wie immer, ist das zwei oder was? Einmal eine Spritze voller Anti und eine Spritze Phlogistikum. Können wir damit ihre Follikel reinigen, oder wie? Und dann schießt ihr gleich die Milch aus dem Körper. Hier sind die Medikamente.
Vielen Dank. Eine Euterentzündung kann bei Milchkühen öfter mal auftreten und wird von verschiedenen Bakterien verursacht. Okay. Die Symptome dieser Kuh deuten auf E. coli-Bakterien hin. Diese Bakterien bilden Endotoxine, also Gifte, welche dann wiederum die Entzündung hervorrufen. Ah, kenne ich, hatte ich letzten Sommer, nach dem Camping. Wir behandeln die Kuh mit Antibiotika, um die Bakterien abzutöten. Und zusätzlich mit einem Entzündungshemmer, also einem Antiphlogistikum, um die Entzündung zu hemmen und die Wirkungen der Gifte zu neutralisieren. Als Rinder. So, jetzt sollte es der Kuh schon bald wieder besser gehen. Na, hoffentlich. Es ist so schön, Tieren helfen zu können. Boah, guck dir das an, ey. Kriegen wir richtig Experienz dafür. Die große Abschlussprüfung, ey. Ich hab mich echt drauf gefreut, die ganze Zeit schon. So, wie, Moment. Was jetzt, oder was? Ich habe keine Aufgaben mehr. Kriegen wir auch keine Aufgaben mehr? Komm, wir sammeln mal Medikamente. Ein bisschen Medizin am Wegesrand sammeln. Und dann schauen wir mal, ob wir noch eine andere Aufgabe kriegen. Vielleicht bei 90.000 XP oder so. Ich weiß halt nicht genau, wie das hier organisiert ist. Das wäre ja krass, wenn es jetzt einfach dann so vorbei ist. Einfach die kleine Kuhprüfung und dann Ende, oder was? Nee. So lasse ich mich hier nicht abspeisen. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen grinden. Aber klar, ne? Es ist, ich meine, ne? XP-Grind muss sein. Das ist so die sanfte Einführung, damit die Kids dann auch schon verstehen, okay, jetzt bist du dann bereit für China-Handy-Games. So, hier die Straßenmedikamente, das ist ja auch keine große Sache jetzt eigentlich, ne? Ein paar Street Medics. Das Puzzle haben wir nicht abgeschlossen. Vielleicht gibt's kein Puzzleradar oder sowas. So ein Puzzleradar wäre nicht schlecht. Ah, Leute, dann habe ich ja wieder einen Slot frei bald für mal ein kleines Virtual Reality Let's Play, oder? Ich habe immer noch nicht mein tragbares Mikrofon ausprobiert, mein neues. Dann wird's ja mal langsam wieder Zeit. So, das war mir. So. Vielleicht haben wir nicht genug Medikamentenvorräte für eine neue Ultra Quest. Das haben die mit Absicht gemacht, ne? Und nochmal so ein bisschen die Game-Time in die Höhe treiben hier. Einmal hier so einen kleinen Kuhpups untersuchen, ne? Das ist ja nix. So, reicht das? Oder ein Boy noch mehr? Es gibt natürlich nicht viel XP, ne? Oh, echt? Okay. Wie, was machen wir hier? Eine verunglückte Eule? Boah, wie viele Points kriege ich denn für eine verunglückte Eule? So, dann kommen wir her. Horsey McHorsen. Oh mein Gott! Okay. Ich kann nicht widerstehen. Okay, wir holen die verunglückte Eule. Schauen wir mal. Da stand jetzt gar keine Experienz dabei. Also wir wollen wenigstens Level 30 sehen. Ist bestimmt Level Cap oder so. Komm, aber man muss den eins lassen, ne? Ich habe Spiele gespielt, die, also wenn ich das jetzt vergleiche mit meinen ersten 5 Stunden Cyberpunk, kann mir keiner sagen, dass das jetzt, ne, also technisch, es ist mir nicht abgestürzt oder sonst irgendwas. Ich hatte keine großen Glitches, also. Endlich. Ja, ich weiß, ich hol die Eule, Wolfram.
Jetzt. Öffnen wir den Transportbehälter. Ich kenne mich doch aus. Ich bin doch jetzt hier Tierarztpraktikant extraordinär. Eule rein. Klappe zu. So, her damit. Jawohl. Captain Eule ist wieder unterwegs auf der Straße. Auf zum Eulenparadies. Eulenparadies.com. Ich stelle jetzt Sachen für deine Eule. Augen, Federn, Nasenbären. Oh, Puzzleteil. Na, guck mal einer an. Das ist doch mal was. Apropos Puzzleteil. Wie viele Puzzle brauchen wir noch? Kriegen wir es noch fertig? Ne, ich glaube nicht, oder? So viel haben wir nicht. Ah, es fehlen noch 4 Stück. Da brauchen wir echt die Puzzle-Analyse. Ich meine, 4 Puzzleteile finden. Die Karte ist schon etwas größer, ne? Und ich glaube, wenn man alle Straßen upridet mit dem Horsey, dann wird man irgendwann auf jeden Fall alle Puzzleteile finden können. Obwohl, manche liegen auch in so Gärten, ne? Und manche haben wir auch schon irgendwie in eine Büsche gefunden, also ich kann es nicht so genau sagen. Die Analysen und Statistiken sind sich nicht einig. So, schauen wir mal. Dann machen wir jetzt mal hier die Eule heile. Heile, heile, Eule. Ich musste. Ja, dann geben wir jetzt mal heile, heile Küsschen. Das ist nämlich mal eine richtige Therapie für eine Eule. So, öffne den Transportbehälter, hol die Eule raus und leg sie auf den Tisch. Oh yeah. Sie hat Schmerzen, guck dir die Eule an, guck dir in den Schnabel rein und die Ohren auch, das wäre super fein. Nasen bluten. Auf alle. Okay. Also hat die Eule genau dasselbe wie die andere Eule. Sie lag auch an derselben Stelle, also schätze ich mal, sind die Verletzungen grundsätzlich dieselben. So, hier, Schmerzmittel, haben wir alles dabei. Eine Spritze für mich, eine für die Eule. Zack, ins Eulenohr. Ja, ein Abschweller. Bräuchte ich echt für meinen Bauch so einen Abschweller. Einfach mal rein damit und dann schwillt er ab. Weil der ist immer so geschwollen. Vielleicht ist der verletzt. Mein Bauch, das weiß man ja nicht. So. Dann gehen wir mal in den Garten. Ach nee, Garten ist hier lang. Hier war irgendwo zum Absetzen, ja. So, da fliegt sie, die Eule, in die Freiheit, Freunde. So. Raus mit der Eule und ab mit der Eule. Hui, es wäre jetzt voll geil, wenn sie mich so mitnehmen würde, weil ich festgeglitscht bin oder so. Ach, das wäre nochmal richtig schön gewesen, so zum Abschluss. 2300. Ja, guck mal, 90. Wir sind am Level Cap. Wir haben die ultimative Spitze der Tierveterinärskunst erreicht. Aha, so, siehst du, da ist die Queste. Oh, ja, 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 ja. Gibt's nochmal mein Zeugnis wahrscheinlich, hä? Auf Wiedersehen. Heute geht dein Praktikum zu Ende und du hast alles ganz hervorragend gemeistert. Es freut mich sehr, dass Sie mit mir zufrieden waren. Das Praktikum in Ihrer Landtierpraxis hat mir so viel Freude gemacht und ich konnte auch viel lernen. Deine letzte Aufgabe wird sein, die Rechnungen an die Kunden zu übergeben. Bitte nimm die Rechnungen auf und bringe sie zu den Kunden. Sie liegen an der Rezeption. Nun ja. Ja, klar. Ja. Ich habe alle Freuden. Alter. Boah, jetzt wird Money gemacht. Jetzt wird Money gemacht. Now we're talking. Now we're talking. Okay, Freunde. Jetzt wird nochmal Knete gemacht zum Ende, hä? Die wilden Geschäfte. Mhm. Ah, Geldeintreiber geworden. Zack, ne? Wenn man es mal so sieht, ich habe hier die irgendwie Medikamente von der Straße aufgehoben, ne, so. Hat sie schön Straßenmedis an die Leute vertickt.
Richtig abgekartete Sache hier, Leute, das sage ich euch. Und wir haben es durchschaut, das Prinzip. Hallo Amelie. Ich bin... Oh, hallo. Vielen Dank nochmal. Ja. Her mit der Rechnung, Amelie. Her mit die Kohlen. Haben die das jetzt absichtlich so gemacht, dass ich hier jede möglichst weite Strecke irgendwie laufen muss? Komme ich jetzt nicht lang? Da ist eine Koppel im Weg. Bauer Hartwigs muss ich ja auch noch da. Hey, Alter! Ich wurde von einer unsichtbaren Macht irgendwie gerubberbandet, ey. Einfach zurückgezogen, wie grob. Das ist ja nicht schlecht, das sind so die Credits quasi, ne? Sieht man nochmal alle. Kann man nochmal hier die Strecke abreiten. Ja, ruhig, Brauner, wir kriegen das Geld schon. Jetzt wird es ein bisschen düsterer, ne? Im nächsten Teil, ja, die Rechnungen wurden nicht bezahlt. Verprügle Tom und Amelie, ja, so sieht's aus. Das wird dann die nächste Quest. Hallo. Hey Tom, hier deine Rechnung. Hallo, Tina geht es wieder spitze. Sehr gut, sehr gut. Hallo. Oh, okay. Meiner Katze geht es schon viel besser. Sehr gut. Ah, Natalia. Was geht ab, Natalia? Kriegst du auch noch eine Rechnung? Verbrezelt. Eine ordentliche. Hi, Natalia. Ach ja, klar. Taco geht es wieder. Taco, Taco, Burrito. Simone, Alter. Simone war die mit dem Vogel. I remember. Alter, so durchgespielt habe ich ein Spiel schon lange nicht mehr. Danke. Piepsi zwitschert wieder so früh. Ja, ja, genau. Und bei uns zwitschert's bald in der Kasse. Denk dran, zahl deine Rechnung. Ich weiß, der ein oder andere Hallo Spielpurist Dennis. Wird jetzt sagen, ey, du hast es nicht ultimativ durchgespielt, weil du gut. hast das Puzzle nicht gemacht. Elfriede geht's gut, wunderbar. So, jetzt gehen wir ab zu Bauer Harms. Was sag ich mit Wolfram? Muss ja auch eine Rechnung bezahlen dafür, dass er mich irgendwie auf Wolfsuche geschickt hat. Wir reiten mal hier oben lang. Aber da bin ich auch schon mal lang geritten, glaube ich, ne? Ich dachte, vielleicht kann ich jetzt hier irgendwo noch Harry Potter und die geheime Kammer von Voldemorts blassen Nippeln finden, aber leider nö. Geheime Puzzlekammer. Aber dann haben wir es ultimativ durch, Leute. Also nicht ultimativ, aber schon gut durch. Hallo Bauer Harms. Hallo. Ja, das bleibt nicht aus. Kein Problem. So, warte, hier soll irgendwo noch ein Puzzleteil gewesen sein, übrigens. Sicher, dass hier noch ein Puzzleteil ist? Ich sehe hier keins. Im Schweinestall vielleicht drin? Ist das hier überhaupt ein Schweinestall? Ah. Nee, keine Ahnung. Das ist der Schweinestall. Irgendwer hätte geschrieben, am Schweinestall ist noch eins. Ja gut, ihr werdet das jetzt dann in die Kommentare schreiben, aber wenn wir hier durch sind, Leute, dann werden wir das Spiel nie wieder anfassen. Da könnt ihr mal ganz sicher sein. Ich sehe jetzt hier spontan, sehe ich nix. Aber wir müssen Rechnungen verteilen. Die Frau Doktor braucht die Kohle.
So, querfeldein, das ist unser Stil. Wenn wir weg sind, dann so Praktikum, irgendwie die Leute hinterher so, oh Gott sei Dank, boah, der ist hier immer quer durch mein Waldstück gerannt und so, jetzt habe ich hier voll die Trampelpfade und Wolfskot. Er hat mir hier die Petunien zerstampft. Nochmals vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz. Alle Leute, denen du geholfen hast, sind zum Dank hergekommen. Oh yay, herzlichen Glückwunsch, du hast dein Praktikum perfekt absolviert. Die Tierärzten, alle Einwohner wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Nice, Leute, danke. Danke, danke, richtig geil, richtig geil. Ja, ne? Klein, aber fein. An sich ein witziges Spiel, wenn man es jetzt ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Ne, aber... Weiß ich nicht, so um nebenbei mal mit den Kids an den Computer zu setzen und sowas durchzudaddeln, ist eigentlich auch nicht unbedingt das Schlimmste, ne? Meine Tochter fährt auf sowas garantiert richtig ultra ab, sage ich euch so, wie es ist. Aber ich weiß nicht, ich fand es jetzt auch nicht so grausam. Ne? Man hat es natürlich mit einer anderen Art von Blickwinkel so ein bisschen gespielt, ne? Aber trotzdem kann man es mal machen, ne? Jarg. Ja, da sieht man, das ist auch nichts, ne? Das ist also jetzt, wo jetzt großartig das größte Entwicklerteam der Welt. Kleine lustige Runde, sicherlich. Und die hatten sicherlich auch Spaß dabei, das so vor sich hin zu machen. Wir haben das höchste Level erreicht. Wir sind der König der Tierarztpraktikanten geworden. Die Krönung findet statt auf dem Marktplatz. Alle Tierarztpraktikanten der Welt sind eingetroffen. Und ja, wir haben es geschafft, Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, bei irgendeinem anderen Let's Play irgendwann eines Tages bestimmt wieder. Und ja, Leute, werdet Tierarzt. Das ist ein toller Job. Hebt nicht nur Medikamente auf, macht auch mal was Richtiges und messt mal ordentlich Fieber. Wenn man bis zum Ellbogen drinsteckt, dann weiß man, dass man lebt, Freunde. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen. Reingehauen und ciao mit auch.